Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Pilger-Talk. Heute habe ich einen mega spannenden Gast hier, nämlich den Christoph Ammann. Christoph ist ein Xing-Verfechter. Ach nee, doch nicht? Oder LinkedIn? Oder wie? Also, wie denn jetzt? Christoph, willkommen hier bei mir im Podcast. Klär uns mal auf. Was denn jetzt? Xing? Ist Xing tot? Oder jetzt doch LinkedIn? Klär uns bitte mal auf. Hallo Jana, herzlichen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast heute. Ja, das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt oder mir begegnet. Die Frage, was machst du jetzt eigentlich? Bist du jetzt bei Xing ganz weg und wie ist denn das überhaupt? Ja, zum Hintergrund, ich bin seit 2005 Gruppenmoderator auf Xing, ehemals OpenBC, habe die Ulmer Xing-Community aufgebaut. Aktueller Stand etwas über 11.000 Gruppenmitglieder und ja, hatte inzwischen schon 161 Stammtische, also monatliche Treffen organisiert. Ja, also haben wir über die Jahre einen Bekanntheitsgrad in und um Ulm aufgebaut und mit der Zeit oder in den letzten Jahren hat sich dann halt einfach festgestellt oder habe ich einfach festgestellt, dass LinkedIn irgendwie mehr für mich zu bieten hat als Xing. Die Richtung, die Xing eingeschlagen hat mit dieser Karriereorientierung, ist einfach nicht mehr das, was für mich Netzwerken bedeutet. Also ich sehe mich immer noch als Networking-Puritaner in gewisser Weise. Und am Anfang hat das in Xing einen hohen Stellenwert gehabt, aber in den letzten Jahren war die Ausrichtung dann doch zu sehr auf New Work und Karriere und Recruiting und das hat mir keinen Spaß gemacht. Weil für mich Netzwerk einfach mehr bedeutet als nur Karriere. Das ist ja sehr spannend. Wie gesagt, ich kenne dich als Mr. Xing sozusagen und habe dann mit dir gesprochen, weil ich etwas zu Xing wissen wollte. Ich wollte nämlich wissen, ist es denn heute überhaupt noch sinnvoll, wie ich jetzt mal sage, Zeit und Energie in Xing zu investieren? Und du hast mir dann ganz ehrlich auf diese Herausforderung, die ich da gerade hatte, gesagt, also wenn du das und das und das erreichen willst, dann mach lieber LinkedIn und konzentriere dich lieber darauf. Und das ist dir ja auch so gegangen. Du bist jetzt also auf LinkedIn aktiv. Was heißt denn bitte Netzwerk-Puritaner? Das ist ja ein sehr, sehr cooler Begriff. Ja, den habe ich jetzt eigentlich gerade spontan erfunden. Also das bedeutet für mich einfach, ja, die Kernelemente des Netzwerkens in den Vordergrund schieben. Es geht nicht so sehr darum, auf welcher hippen angesagten Plattform bin ich jetzt gerade unterwegs, sondern nutze ich die Grundelemente des Netzwerkens optimal für mich. Also das heißt, geben und nehmen. Das sind immer so diese, ja, bekannten Phrasen, aber da ist halt schon einiges drin. Also stellt sich mir die Frage, muss ich erst was geben, um etwas zu bekommen? Und dann eben diese ganzen Grundprinzipien aus der Soziologie, obwohl ich kein Soziologiestudium gemacht habe, aber Gruppendynamik und Gefälligkeitskonto, das finde ich so einen schönen Begriff zum Beispiel. Dass manche Leute meinen immer, sie müssten immer das aufrechnen wie ein Bankkonto. Jetzt habe ich dieser Person 3 Tipps gegeben, jetzt soll die aber auch mal bitte mit Gegenleistungen kommen. Und ja, also eine andere Frage im Netzwerken ist noch, wenn ich jetzt so eine Premium-Mitgliedschaft abschließe, ist dann das eher ein Kostenblock? Also ich zahle etwas und bekomme etwas dafür. Oder ist es eher eine Investition? Ich investiere und vertraue darauf, dass sich das in einer Vielzahl wieder für mich auswirkt. Lass uns noch mal gerne zu diesen Netzwerkprinzipien kommen. Ich sage ganz, ganz oft in meinen Podcasts, das wissen meine Hörer, Social Media, weil ich sehr, sehr viele Fragen bekomme zum Thema Social Media. Wie sollte ich das in meine Marketingstrategie einbauen? Und das macht so viel Arbeit. Es ist ja viel Zeit, was man investiert. Und dann sage ich immer, Leute, das ist Media, ist richtig, aber davor steht nicht ohne Grund Social. Das heißt, es geht ja um ein Miteinander. Und das nimmst du mir jetzt hier so herrlich ab, dass du einfach so Netzwerktipps nochmal hast. Was sind denn deine, weiß ich nicht, Top 3 oder irgendwas, der Netzwerktipps? Du hast es schon gesagt, erst
geben und dann nehmen, aber nicht in so einem One-to-One, also ja, dass man das gegeneinander aufrechnet, sondern eher in einem, ja, weiß ich nicht, in einem, das Ganze in einem Gesamtkonglomerat sehen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, gut erklärt. Also ich, über die Jahre hat sich das Bild bei mir herauskristallisiert. Ich sehe mein Netzwerk als eine Art Organismus. Ah, das und ist cool. Ich versorge meinen Organismus mit Input, also wenn es der Körper wäre, mit Essen und Trinken. Ja. Und bekomme Leistung zurück. Ja, ja, das ist. Also es geht nicht darum, ich habe 1000 Kontakte, mit jedem einzelnen Kontakt ein Gefälligkeitskonto zu führen, sondern ich gebe an mein Netzwerk etwas ein und bekomme aus meinem Netzwerk etwas zurück. Mhm. Da gebe ich es rein, da bekomme ich es zurück. Ja, und wie hast du, also warst du schon immer so ein Netzwerk-Puritaner? Ich meine, 2005, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr früh, dass du damit begonnen hast. Heute redet jeder von Social Media. Oder also hast du das früher schon offline gemacht, diese grundsätzliche Netzwerkidee? Oder bist du erst quasi über das Online dann auch zu diesen Offline-Geschichten gekommen? Du hast ja von den Xing-Treffen erzählt, von diesen ja echt in echt Treffen, ja? Ohne zu lange ausholen zu wollen, aber ich war bis 2005 noch in München tätig. Mhm. Und ein damaliger Kollege hat mich auf OpenBC, wie Xing früher hieß, erstmal aufmerksam gemacht. Ja. Dann habe ich in irgendeiner Umfrage mitgemacht und plötzlich ein Jahr Premium gewonnen. Und damit habe ich mich natürlich etwas intensiver befasst. Ich war damals in der Lead-Generierung tätig und habe das dann einfach genutzt mit mit Suchabfragen, mir die Entscheider rauszusuchen, um die gezielt Kaltakquise anzugehen. Mhm. Das war so der Hintergrund. Und dann habe ich mich entschieden, wieder nach Ulm zurückzukommen. Und ja, habe dann eben, was ich so verfolgt habe, München war natürlich etwas größer, Ulm in dem Punkt noch etwas Provinz. Mhm. Und dann sah ich, es gibt eine Ulmer Gruppe auf OpenBC mit 2 Mitgliedern. Wow. Bin ich halt mal eingetreten und habe so die ersten Artikel geschrieben. Mhm. Und Beitrag war über die Multifunktionshalle, die damals in Ulm geplant war. Mhm. Inzwischen steht sie, das ist die Radreform Arena mit 6000 Plätzen. Also ich war da weit meiner Zeit voraus und habe damals auch zum Beispiel in einer Fachgruppe für Basketballfans geschrieben, es wäre doch schön, wenn München auch mal in der Bundesliga vertreten wäre. Jetzt haben wir den FC Bayern und die sind schon bereits mehrmals Meister. Ja. Also da war ich immer meiner Zeit voraus und habe aber die Leute mit reingeholt. Mhm. Und das ist, um darauf zurückzukommen, aus meiner Erfahrung heraus eine weitere Sichtweise, es geht kein Online ohne Offline und umgekehrt. Also es ist immer so Yin-Yang-mäßig. Ja. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Ich kann zwar mit einer Plattform, sei es Xing, sei es LinkedIn oder auch Facebook, wie auch immer, kann ich zwar den Kontakt antriggern oder entstehen lassen, aber es bringt es mir nicht, wenn ich da nur einmal im Jahr einen kurzen Geburtstagsgruß rüberschicke. Sondern ich sollte schon bestrebt sein, die Personen dann auch bei entsprechenden Gelegenheiten wie Events, Veranstaltungen persönlich kennenzulernen. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe einige meiner LinkedIn-reinen Online-Kontakte schon live getroffen. Und das war ein herzerfrischendes Erlebnis jedes Mal. Es war immer so, als würden wir uns schon eine Weile kennen und trotzdem hat man immer noch Aspekte und Facetten am anderen gesehen, die man so jetzt, ich sag mal, in der Online-Welt nicht entdecken kann. Also für mich ist es tatsächlich genau wie bei dir ein ja, beides. Es ist beides mega wichtig. Ich finde online sehr, sehr effizient und auch echt cool, vor allen Dingen über weite Entfernungen weg. Wenn wir Krise haben, ist online richtig cool. Aber am Ende ist es dann doch so, dass ja, dieser echte menschliche Kontakt beim wirklichen realen Treffen oder das, was ich mit meinen Kunden tue, beim Walking Mentorship, tatsächlich auch sehr große Qualitäten hat. Wie sieht denn das aus? Was du bist jetzt, ja, hast gesagt, du hast dich mehr zu LinkedIn hin orientiert. Was genau tust du da und was ist eigentlich deine Dienstleistung oder das, was du anbietest, dein Business sozusagen? Ja,
Also ich habe Ende 2018 aufgehört bei Xing als Ambassador. Ich moderiere die Gruppe zwar weiter, aber eben nicht mit diesem offiziellen Status. Mhm. Wollte dann erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und dann hat der Johannes Woll aus München, mein ehemaliger Xing-Ambassador-Kollege aus München, der auch ausgestiegen ist zu der Zeit, mich mal darauf hingewiesen, du, da gibt es jetzt auch was von LinkedIn, LinkedIn Local Community, schau dir die mal an. Ja. Habe ich das gemacht, bei irgendeinem Webinar teilgenommen, Online-Formular ausgefüllt und glaub, 10 Tage später war ich dann LinkedIn Local Host Ulm. Wow. Und da war das natürlich alles etwas einfacher geregelt. Das war auch eine Bewegung heraus aus der Nutzerschaft. Also das war jetzt nicht von LinkedIn aufoktroyiert, sondern das haben die User selber angefangen. Die Anna McAfee in Australien hat damit begonnen und das weltweit umspannt. Nur in Deutschland war es eben nicht so bekannt, weil Xing hier der Platzhirsch ist. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das gleich nochmal von null. Ich zeige, dass man das wiederholen kann. Cool. Also das ist mein kleiner persönlicher Antrieb, zu sagen, hey, wenn es mit Xing ging, dann geht es auch mit LinkedIn. Und geht es mit, halt geht es mit LinkedIn? Geht es mit LinkedIn? Es ist etwas schleppend. Also ich habe jetzt auch andere Kriterien an die Sache gelegt. Mir geht es nicht mehr um die pure Zahl. Also diese 11.000 Mitglieder werde ich so schnell nicht hinbekommen. Mhm. Aber eben jetzt noch mehr um Qualität und um Austausch und weniger um Spamming und Masse. Ja. Am Anfang war das cool. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin begeisterter Fan der Ulmer Basketballer. In der Arena passen 6.000 Leute rein und die Gruppe hat 11.500, also die Ulmer Xing-Gruppe hat 11.500 Mitglieder. Da habe ich immer so bei Heimspielen in die Runde geschaut und mir gedacht, hey, hier passen die Leute zweimal in die Halle rein. Wahnsinn, oder? Also, das ist deutlich, wie groß die Gruppe geworden ist. Gigantische Zahl, ne? Eine respektable Leistung von dir. Ja, und jetzt geht es mir einfach darum, noch mehr Qualität zu liefern, Mehrwerte nutzen, den Leuten das Netzwerken beibringen, meine Sicht auf das Netzwerken unter die Leute zu bringen, den Leuten zu helfen, ihr eigenes Networking-Mindset zu entwickeln. Heute ist ein Mindset hier und Mindset da. Ja. Aber ich habe es mal gegoogelt, den Begriff an sich gibt es noch nicht, Networking-Mindset. Das finde ich großartig, weil das sagt alles aus und all das, was wir schon am Anfang besprochen haben. LinkedIn Local, jetzt nehmen wir mal an, ich bin aus Ulm und der Umgebung oder weiß ich nicht. Was passiert denn da bei so einem Local? Also wenn wir denn wieder dürfen und so weiter, das ist mal alles vorausgesetzt. Aber was passiert denn da? Hol uns mal so ein bisschen mit in so ein Event rein. Muss mich da anmelden? Muss ich einen Beitrag bezahlen? Wie geht das? Ich bin da noch wirklich in der Gründungsphase. Ich habe bisher ein Event durchgeführt. Ja. Das war im Oktober. Und da wollte ich erstmal so einen Ballon fliegen lassen und schauen, gibt es da überhaupt schon eine Gefolgschaft? Gibt es da schon ein paar Leute, die sich dafür interessieren? Ja. Und eben auch weggehen von diesem Stammtischcharakter, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr unbedingt Stammtisch machen, sondern ich möchte jetzt Vortragsevents, Leute, die von ihrem Thema eine Ahnung haben, und das vermitteln, wie bei LinkedIn eben natürlich auch schon durch LinkedIn Learning gegeben, dieser Weiterbildungs-Lerneffekt oder lebenslanges Lernen soll eine Rolle spielen. Wissensaustausch, Transfer, das soll der Schwerpunkt sein. Und da habe ich dann durch Beziehungen, die man dann halt über die Zeit entwickelt, Deutschlands bekanntesten Poker-Experten Jan Heidmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, nein, Entschuldigung. Er hat bei Stefan Raab in der Pokernacht immer die Stars gecoacht. Okay. Er hat bei Sport1 kommentiert. Also er kennt sich sehr gut aus. Und vor 2 Jahren kam halt der Kontakt zustande. Mhm. Und dann habe ich das hinbekommen, ihn auf der Durchfahrt von München nach Stuttgart nach Ulm zu lotsen. Sehr cool, und echt. Am Anfang war es noch sehr schwierig. Ich habe gedacht, ich muss das Event absagen, weil sich nur 3 Leute angemeldet hatten. Aber an dem Abend habe ich dann in einer sehr coolen Location über den Dächern Ulms 20 Leute zusammenbekommen. War genau die richtige Zahl. Mehr hätten wahrscheinlich nicht reingepasst. Wow. Und Feedback her war super. Allen hat es gefallen. Und darauf lässt sich jetzt aufbauen.
Das ist natürlich ein sehr geniales Format. Wenn jetzt jemand nicht aus Ulm ist, und was empfiehlst du dem? Soll der jetzt lokal auf LinkedIn mal gucken, ob da so eine LinkedIn-Locals sind? Wie findet man das überhaupt raus? Also ich frage mit Absicht, weil ich denke, dass einige unserer Zuhörer LinkedIn als Netzwerk noch nicht entdeckt haben. Ich habe es entdeckt und liebe es. Und auch dank Menschen wie dir ist es ja so, dass wirklich man das noch ein bisschen weiter ausbauen kann. Also was empfiehlst du Leuten, die jetzt wirklich, ich habe viele Hörer aus der Schweiz, ich habe viele Hörer aus ganz Deutschland, aus Österreich. Was empfiehlst du denen? Ja, grundsätzlich empfehle ich denen erstmal, sich tiefer mit LinkedIn zu befassen. Es ist zwar eine sehr trockene Materie, aber kämpft euch am Anfang nicht nur durch das Profil, ladet euer Foto und euren Hintergrund hoch, sondern geht Punkt für Punkt durch die Einstellungen und probiert mal aus, wie ist denn das, wenn ich ja das aktiviere oder deaktiviere, was passiert dann hier und da? Und dann hat man LinkedIn auch schon zum großen Teil verstanden. Also das sind so die Basics. Nicht, natürlich, Learning and Doing, Try and Error ist immer gut, aber die Einstellungen einfach mal von vorne bis hinten durchgehen, dann hat man LinkedIn schon sehr gut verinnerlicht. Und ja, dann natürlich auch das Suchfeld nutzen. Und wenn man sich das beigebracht hat, dann kommt man sehr schnell zu den Akteuren, zu den Aktivposten, zu den Hubs, die in der jeweiligen Stadt oder in der jeweiligen Branche angesagt sind oder sich auskennen. Gibt es diese LinkedIn-Locals in jeder Stadt inzwischen? Also ist das jetzt schon Standard oder sind wir da gerade beim Beginn einer Entwicklung? Wie schätzt du das Situation ein? ist gerade etwas schwierig, weil letztes Jahr, glaub Ende April, irgendwann um den April rum, gerade als ich frisch damit begonnen hatte, kam die Meldung, LinkedIn hat diese Community übernommen und die Gründer mehr oder weniger vor die Tür gesetzt und hat sich auf die Namensrechte bezogen. LinkedIn Local. Also ja, das Problem ist nur, hätte LinkedIn da schön weitergemacht, dann wäre das prima gewesen, aber es kam nicht so wirklich was rüber und wir ganzen Hosts in den jeweiligen Städten sind jetzt auf uns selbst angewiesen. Es gibt da keine wirklichen Richtlinien. Natürlich so ein paar grundlegende Terms and Conditions, keine Werbung, keine politischen oder religiösen oder sonstigen Zweckentfremdungen, aber ja, Netzwerken sollen natürlich gefördert werden, aber ja, es Also das ist mehr oder heißt, weniger es ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. mehr dann von den jeweiligen Hosts in den jeweiligen Städten abhängig, wie das abläuft. Das muss nicht so sein wie bei dir in Ulm, dass du über das Learning gehst, also über diese Vorträge und so weiter, sondern es kann durchaus auch eher wie ein Stammtisch gestaltet sein. Das hängt vom Host dann ab, richtig? Genau, das, letzten Endes ist man da frei. Natürlich sollte das Netzwerk im Vordergrund stehen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, neben diesen Vortragsveranstaltungen natürlich auch hin und wieder mal, sofern es sich bald wieder umsetzen lässt, Afterwork-Partys zu veranstalten. Aber immer so, ja, so Bar-Lounge-Atmosphäre und nicht dieses reiche Rustikal und Hopfenstunde. Also diesen Schön. Stammtisch-Charakter möchte ich ein bisschen bei LinkedIn entfernen. Ja, das Der Grund, warum ich verstehe jetzt ich. auch bei, kann ich noch zur Ergänzung sagen, der Grund, warum ich jetzt auch bei LinkedIn mich heimischer fühle, ist, Ulm, Neu-Ulm war in den 80er Jahren bis Anfang 90er eine Garnisonsstadt oder Standort der Amerikaner. In Neu-Ulm, wo jetzt die Arena steht, war früher amerikanische Kaserne. Pershing-Demonstrationen gab es da zur Menge und mein Vater, um ganz auf seine Frage von vorne, von vorher zurückzugehen. Mein Vater war früher der Vertriebs-Marketing-Mann der örtlichen Brauerei und die hatte auch noch die Konzession für Coca-Cola. Also war mein Vater der Coke-Man und hat den Amerikanern quasi Coca-Cola verkauft. Ja, schön. Und das war so mehr oder weniger mein Vorbild, weil mein Vater von morgens bis abends genetzwerkt hat. Nur dass ich es damals noch nicht so gesehen habe. Stimmt, das nannte sich nicht so, ne? Und er hat dann es auch geschafft, die amerikanischen Kommandeure mit der Lokalpolitik zusammenzuführen. Und ja, ich war dann
wie man das hier so schön sagt, immer zwischen den Großkopferten. Schon als kleiner Junge mit 5 Jahren bin ich immer durch die Bänke gesprungen beim Bierzeltanstich und was es da so alles gab. Und ja, über die Jahre hat sich das dann halt gezeigt, hey, irgendwie kann ich das doch auch. Das finde ich eine ganz coole Story, die du da erzählst. Auch das berührt mich sehr, sehr emotional, weil ich denke, stell mir dich gerade vor, so zwischen den Großkopfern, das ist so cool. Und das nutzt du natürlich. Also du hast quasi das Netzwerk, ja, kann man ja wirklich sagen, in die Wiege gelegt bekommen. Also Christoph Amann, meine lieben Zuhörer, ist der Netzwerk. Der Netzwerk-Puritaner, das finde ich sehr, sehr geil, der euch auf euer Network-Mindset bringt. Also, wenn ihr, wie auch immer, mit Christoph in Kontakt treten wollt, du arbeitest jetzt, das ist eine Frage noch, du arbeitest in Ulm und Umgebung oder deutschlandweit? Also, wie ist so dein Einzugsbereich gerade im Moment? Zunächst erstmal in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Okay. Grundsätzlich bin ich da jetzt nicht räumlich begrenzt. Mhm. Jetzt erst recht zu Corona-Zeiten mit Videokonferenzen bin ich ortsungebunden sozusagen. Das stimmt. Der einzige Flaschenhals ist meine Internetverbindung. Ja. Und also nur als Beispiel, ich hatte vor kurzem mal eine Videokonferenz mit einem Mitarbeiter, der mal früher in Ulm tätig war, aber jetzt in Vancouver sitzt. Ups. Und dort für eine österreichische Sportartikelfirma arbeitet, so Trainingsgeräte. Dann haben wir halt über Videokonferenz, über Zoom, habe ich ihm ein paar Kleinigkeiten bei den Einstellungen und Profil-Basics gezeigt. Mhm. Ja, und hat er gesagt, okay, du darfst dafür unser Logo in deinen Referenzen verwenden. Cool. Was will man mehr als Beginner? Ja. Das stimmt. Also habe ich sowohl Österreich als auch Kanada abgedeckt. Also bin ich international unterwegs. Absolut, das ist richtig cool. Christoph, also wenn jemand dich kontaktieren will, weil er mehr über Networking, mehr über LinkedIn-Einstellungen und so weiter wissen möchte, ich schreibe deine Kontaktdaten in die Shownotes rein. Und ich freue mich ganz, ganz sehr. Ich glaube, das waren ein paar ganz wichtige Tipps, vor allen Dingen zum Thema Netzwerken, was ich, egal ob online oder offline, sehr schön finde. Und ich danke dir sehr, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Bis bald, lieber Christoph. Und bis zum nächsten Mal dann vielleicht tatsächlich mal offline, vielleicht mal beim Durch-Ulm-Pilgern.